Es geht um den Einstand von Christian Brandt als Trainer einer Super League-Mannschaft. Es geht aber auch um die Zukunft von Wladimir Petkovic als IB-Trainer. Ja, und es geht auch um den Luzerner Captain. Ja, um Hakan Yakin, von Fringer des Amtes enthoben, von Brandt wieder eingesetzt. Apropos Fringer, längst nicht alle FCL-Fans haben Verständnis für die Entlassung. Das ist der erste Angriff des Heimteams mit Claudio Lustenberger. Vorbei an Neff, die Flanke senkt sich ins Tor. Dritte Minute, Luzern führt. Klar, das war von Lustenberger so nicht gewollt. Der Ball wurde länger und länger. Goalie Wölfli ließ sich erwischen. Also, das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Und die Luzerner setzten gleich nach. Ferreira sah, dass Yakin in den freien Raum lief. Alle Gegner stehen ließ und knapp verzog. Das alles musste Daniel Gigax von der Bank aus mitverfolgen. Erstmals in dieser Saison war er nur Ersatz. Die Berner kamen nur schwer in die Gänge. Nun mit Lulic. Dann Sutter für Farnerud. Der Pass auf Costanzo und es stand nach 19 Minuten 1:1. Da sah die ganze Luzerner Abwehr schlecht aus, konnte die IB-Kombination nicht unterbinden und keiner löste sich aus dem Abwehrverbund, um den Torschützen Moreno Costanzo an der Schussabgabe zu hindern, sodass der Mittelfeldspieler sein 6. Saisontor erzielen konnte. Michel Renkli beim Freistoß und die sind durchaus gefährlich. Auch jetzt wieder Veskovac, der Ball im Tor, aber der Treffer zählte nicht. Schiedsrichter Studer und sein Assistent haben die deutliche Offside-Position des Luzerner Verteidigers gesehen und geahndet. Dann schnappte sich Lulic den Ball. Dynamisch sein Vorstoß. Das ist Dubai und der prüfte Luzerns Keeper David Zibum, der bis anhin nicht allzu oft beschäftigt worden war. Beide Trainer mussten Korrekturen anbringen und Impulse geben. Das Spiel durchaus unterhaltsam. IB mit Dubai. Jetzt Bienvenue, der ist schnell. Aber Bulic ist ein Kämpfer. Im letzten Moment konnte der Kroate den Kameruner noch am Torschuss hindern. 1:1 zur Pause. Das Resultat entsprach durchaus dem Gezeigten. In einem Spiel, in dem nicht nur Yakin unter der großen Hitze zu leiden hatte. Gut gelaunt kamen die beiden Trainer wieder aus der Kabine. Selten hat man Petkovic so locker erlebt wie heute. Vielleicht, weil er weiß, dass er keine Rückendeckung mehr von Sio Kenzig erhält. Schiedsrichter Studer zeigte kurz nach Wiederbeginn Lomberg gelb für eine Schwalbe. Ein richtiger Entscheid, den da der gut postierte Schiedsrichter gefällt hatte. Gegenspieler Lulic hatte Lomberg nicht gefault. Der FC Luzern trat mit mehr Leidenschaft auf als die Berner. Gigax. Yakin und Alanev prüfte die Reflexe seines eigenen Goalies. Ja, keinerlei Begeisterung bei Ilja Kenzig. Im Gegenteil. Sein Trainer Wladimir Petkovic ließ auf Sieg spielen, brachte Majuka für Scott Sutter. Die Schlussphase. Noch einmal der FC Luzern. Gigax, der neuen Schwung gebracht hatte. Dann Hakan Yakin, Sigrist und Marco Wölfli hielt in der 87. Minute sein Team im Spiel, fischte diesen Kopfball noch aus der Ecke. Ja, das war die große FCL-Chance zum Sieg. Aber auch die Gäste legten nun endlich etwas zu, zeigten mehr Siegeswillen. Majuka, toller Pass auf Bienvenue. Zibung konnte klären, das war gar nicht einfach
für den Luzerner Goalie. Eine klasse Abwehr von David Zibung in der 88. Minute. Jetzt war IB überlegen. Costanzo bediente Christian Schnöli. Aber wieder war Zibung da. In den letzten Minuten des Spiels zeigte IB, dass mit mehr Entschlossenheit womöglich auch mehr herausgeschaut hätte als nur dieser eine Punkt. Ein Punkt, das kann Wladimir Petkovic nicht genügen. Für Christian Brandt hingegen ist dieses Unentschieden ein gelungener Einstand.